Ist das hier Gilead? Sind wir endlich in Gilead? Was zur Hölle? Keine Zeit, ich bin im Dienst. Okay, Meister. Entdeckt Gilead, jawoll. Ein Gipfeljäger war mitten im Dorf, dass der das hier überhaupt so weit geschafft hat? Keine Zeit, ich bin im Dienst. Also eine Wache und ein Soldat des Mittelreichs haben mir nichts anderes zu sagen. Falltür Spinnenhöhlen, mitten im Dorf Spinnenhöhlen, warum nicht? Wieder der Aushang, dass das Volk die Augen öffnen soll. So, dann wollen wir jetzt mal das Ding hier lesen. Letztes Mal hat das ja geblendet und wir haben nichts erkannt. Magieverbot. Nach Erlass unseres Kanzlers Baratheon ist das Ausüben von Magie im Reich verboten, das Lehren von Magie im Reich verboten, die Bildung magischer Vereinigungen verboten, das Handeln magischer Gegenstände verboten. Aha. Also im Prinzip alles, was mit Magie zu tun hat. Hübsches Banner übrigens. Was haben wir hier? Eine Bekanntmachung. Für unsere Sicherheit, die Hexenglocke. Bürger von Nerim. Wie schon lange musstet ihr die Nächte in ständiger Angst verbringen, habt kein Auge zugetan oder euch in Albträumen gewälzt, weil in euch die Furcht vor einer unermesslichen Grausamkeit hauste. Die Furcht vor der Magie. Hexen, Magier, Scharlatane und anderes Gesindel suchen regelmäßig die Siedlungen heim, stahlen mit ihren Geistestricks die Kinder und ließen mit ihren Flüchen die Ernten verdorren. Das alles hat nun ein Ende. Unser Kanzler Baratheon hat Anweisungen erlassen, in jeder Siedlung des Reiches einen Glockenturm zu errichten. Diese Türme erkennen, wenn in ihrer Nähe Magie gewirkt wird und schlagen umgehend Alarm. Unsere Soldaten können den Delinquenten dann seiner Strafe zuführen. Aber funktionieren die Glockentürme nicht auch mit Magie, fragt ihr euch? Das ist richtig. Doch manchmal muss Feuer mit Feuer bekämpft werden. Gegen die Plage des Magierpacks ist Magie die einzige Rettung. Die Zauberei, mit der die Glocken funktionieren, ist vollkommen harmlos und kann niemandem Schaden zufügen. Sobald Hexen und Magier keine Gefahr mehr darstellen, werden die Türme ohne Umschweife abgebaut und ihre Magie zunichte gemacht. Es geschieht für die Sicherheit der Bürger Nerims. Überlegenheit durch Stärke, Stärke durch Einigkeit. Aha. Also ist der liebe Kanzler... Moment, wie hieß der? Der liebe Kanzler Baratheon. Ich finde es gerade hier nicht, ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Ach da, Baratheon, genau. Ein bisschen heuchlerisch, ist total gegen Magie, lässt sie überall verbieten, jegliche Art von Magie verbieten. Nicht mehr der Hauch von Magie ist erlaubt. Aber er selbst darf dieses magische Alarmsystem hier hinstellen. Das ist wiederum vollkommen in Ordnung. Dieser Kanzler ist mir schon jetzt absolut unsympathisch. Und tatsächlich, es funktioniert. Der Lagerplatz für unsere Gegenstände funktioniert einwandfrei. Rostiger Eisenhelm, Moment, ein Schutz, wiegt 4. Und ich habe noch einen normalen Eisenhelm. Sehr gut, dann kann ich den mitnehmen, den anderen verkaufen. Und ich denke, so doof wir auch aussehen dabei, es wird Zeit... mit der Rüstung umzusteigen. Den Fellhelm können wir auch verkaufen. Nein! Ich kann die Kamera leider nicht drehen. Oh, mir ist gerade wieder eingefallen, wie das geht. Aber ist ja auch vorerst unwichtig. Wir wollen das Eisenornat ausrüsten. Und zack. Moment. Ich wollte nur gerade gucken, ob das irgendwie wie eine Robe gewertet wird, weil es sieht hier nach unten hin wie eine Robe aus. Und dann wollte ich wissen, weil in Oblivion ist es ja so, wenn ihr eine Robe anzieht, dann zieht er automatisch, ich glaube, die Stiefel und die, nee, die Handschuhe zieht er aus, oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Nein, aber die Beinschienen zieht er aus. Ach stimmt, das hat er auch jetzt gemacht, seht ihr? Beinschienen und Brustschutz ausgerüstet. Eisenornat zieht er beides aus, aha. 2 Schutz, 1 Schutz, 3 Schutz.
Ja, also vom Schutz her jetzt. Meine größere Sorge ist, dass das Ding 15 Kilo wiegt, aber das ist ja egal. Ich glaube, ich behalte es einfach mal an. Wir wollen uns ja auf schwere Rüstung fixieren und dann wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen. Da haben auch schon einige von euch gemeckert. Ja, ja, das ist schon lange her, aber ich erinnere mich genau. Da haben schon einige von euch gesagt, Stone, zieh doch das an. Du wolltest dich auch auf schwere Rüstung spezialisieren. Ja, 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 ja. Ruhe, ihr dreckigen Raben. Aber eigentlich spricht ja überhaupt nichts dagegen, auch mal leichte Rüstung zu skillen. Magierpack gehört verbrannt. Oder bestens gleich... Nein, verbannt, hoppala. Magierpack gehört verbannt. Oder bestens gleich verbrannt. Zauberer Magier, wie sie heißen, wollen wir ins Feuer schmeißen. Das ist aber ein netter Reim. Können Sie das nicht irgendwie auf Augenhöhe hinklatschen? Ich kann das kaum lesen. So, aber jetzt erstmal ab in die Taverne. Und, ach, ist er nicht hübsch. Uns ein kleines Getränk gönnen. Oh, nette Musik. Grüße euch, Eralda. Ja, bitte. Was kann ich für euch tun? Deine Jukebox ist kaputt. Ich spreche dich an und es wird leise. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach schade, bei ihr kann man nicht alles verkaufen. Ich dachte schon gerade eben. Das wäre merkwürdig gewesen. Dann wollen wir mal hier auch ein bisschen feilschen. Treiben das auf 70%. Und kaufen uns den Genesungstra... Obwohl... Ah, ich muss mich echt zurückhalten. Einerseits denke ich mir die ganze Zeit, ja, es ist wichtig, Heiltränke zu kaufen. Aber ich habe nicht so viel Geld. Und mein Gold wird wahrscheinlich für die nächste Teleportrune draufgehen. Astan, der Säufer, was machst du denn hier? Ich habe mehrere Leute sagen hören, die Eterna würden stehlen und morden. Zudem ist mir unlängst ein Gerücht zu Ohren gekommen, nachdem diese Menschen jeden Monat bei Vollmond ein Neugeborenes opfern und sein Blut trinken. Ihr solltet euch von denen fernhalten. Okay. Ich glaube, das hat uns schon mal ein Jäger gesagt, den wir in der Wildnis getroffen haben. Dass diese Aterna och so böse sind. Einfach mal das Buch lesen. Aber wo ist die Musik? Hallo? Die war toll. Hallo? Oh, es ist hier finster. Ich will nichts klauen. Die Frage ist, meine junge Dame, warum haben Sie einen Dietrich hier gehabt? Ich dachte, Sie sind eine ganz ehrliche Handelsfrau. Eigentlich wollte ich auf das Stehlen verzichten, um ehrlich zu sein, aber... Entschuldigung. Aber... Oh, liebe Jesus! Jo. Aber, worauf wollte ich hinaus? Ach ja, irgendwie scheint ja sowieso niemand hier die Eterna zu mögen. Und ich als Halb-Eterna fühle mich angegriffen. Ich fühle mich in meiner Lebensweise angegriffen. Und genau deswegen werde ich Konsequenzen daraus ziehen und auch nicht freundlich zu ihnen sein. Jetzt könnte man natürlich gleich wieder sagen, ja, Stone. Aber... Okay, ich will mal nicht zu viel klauen, langsam wird's fies. Aber man könnte ja meinen, ja, Stone, aber du könntest ja, indem du dich brav verhältst, ein gutes Beispiel abgeben, dass doch nicht alle Eterna so böse sind. Dazu sage ich, nein. Das hätten die wohl gern. Ja, bitte, was kann ich für... Jetzt habe ich die Musik wieder abgebrochen, tut mir sehr leid. Ich wollte nur kurz gucken, ob ich auch... Jawohl! Ob ich Sachen verkaufen kann, ob ich Schriftrollen
verkrampfen kann. Nein, nicht verkrampfen, verkaufen. Ich möchte nicht gerne eine Schriftrolle in die Hand nehmen und anfangen zu krampfen, das wäre nicht so gut. So, oh, guten Tag, ein weiterer fahrender Händler. Die fahrenden Händler zu eurer Verfügung. Ich möchte das Zeug verkaufen, was ich bei mir in der Kiste gelagert hatte. Aber erstmal schlagen wir dich hier ein bisschen hoch. Das hier. Rostiges Eisenkurzschwert, das brauchen wir auch nicht mehr. Zack. Den Fellhelm auch nicht. Fellüberzogene Stiefel auch nicht. Und, den Lederkram. Rostigen Eisenhelm auch nicht, aber ich glaube, den Lederkram behalte ich vorerst mal noch. Irgendwie fühle ich mich sicherer, wenn ich den noch behalten werde. Rolle... Moment, ich habe doch die Rolle des Schildwalls. Festigen Blocken brauche ich nicht. Habe ich doch gerade eben geklaut. Ich dachte, man kann geklaute Gegenstände nicht verkaufen. Oder ist das bei Nerim anders? Oder hatten wir noch so eine Schriftrolle... noch im Inventar gehabt? Ich weiß es nicht. So, mein Freund, hast du noch eine Teleportrune? Schade, leider nicht. Was haben wir da? Wellenfels, Stahltrossmine, Karbaid, Erotin, Furtsanden. Wie geil ist das denn? Für die Leute von euch, die es nicht wissen, ich wohne ja in Furtwangen. Im Schwarzwald. Furtwangen und da geht's nach Furtsanden. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Leuchtfeuer Salen. Gesucht. Wanted. An diesem Brett wurden einige Gesuche angeheftet, darunter auch Kopfgeldaufträge für gesuchte Verbrecher. Okay. Gesucht wird Dorian von Boddenbrunk oder so. Wie geil ist das denn? Ich glaube, die Developer, die Entwickler haben sich hier verewigt, haben sich abfotografiert und dann sich hier reingestellt auf die Wanted-Seite. Sieht ganz so danach aus. Hoppala. Okay. Oh, geil. Es gibt hier Kopfgeldaufträge. Können wir einen auf Bounty Hunter machen? Ich habe mich dazu entschlossen, einen der Kopfgeldaufträge anzunehmen. Gesucht wird der grobschlächtige Kurtus. 150 Goldstücke stehen auf seinen Tod aus. Oh. Moment. Oh. Beim Drehen habe ich übrigens gerade auf meinen Kompass geguckt. Einfach mal aus Neugier, um zu gucken, ob ich einen Questmarker habe. Tatsächlich. Ausgezeichnet. Wache, weg da. Hallo. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Oh. Oh, yes! Schwere Rüstung! Nice! Sehr gut. Schwere Rüstung, das brauchen wir. Moment. Bevor ich es tue, ich bin gerade wieder verwirrt. Ich denke, mich erinnern zu können, aus Oblivion noch, dass wenn man schwere Rüstung getragen hat, die Zauber weniger effektiv waren. Oh, jetzt bin ich mir gerade unsicher. Egal, wir kümmern uns gleich darum. Wir reparieren einfach mal alles, kostet ja nichts. 8 Goldmünzen für alles. Oh ja, neue Sachen. Der verkauft sogar auch einen eisernen Seelenräuber. Ich dachte, ich hätte irgendeinen seltenen Gegenstand gefunden. Aber Moment mal! Stand da nicht vorher auf dem Zettel auf dem Aushang, dass selbst das Handeln mit verzauberten Gegenständen verboten wäre? Ja, ich habe aufgepasst. Mein lieber Mann, du machst dich hier ganz schön unbeliebt beim Kaiser. Beziehungsweise beim Kanzler. Aber na gut. Ach, meine alte Stahlachs können wir noch verkaufen. Die macht sowieso kaum noch Schaden.
Die ist nichts wert, die ist null wert. Nein. Ist ja doof. Dann verbrauchen wir die natürlich noch. Die macht nämlich insgesamt 5 Schaden mit dem Feuerschaden zusammen berechnet. Aber na gut, ja, verkaufen wir die. Obwohl, Gott. Stone, beeil dich, was machst du da? Schauen wir uns nochmal ganz kurz die Skills an. Hier war das. Stumpfe Waffen und Schwertkampf. Stumpfe Waffen habe ich eindeutig mehr Skill bisher, aber ich habe einfach ein Schwert, was scheinbar irgendwie alle zu Boden metzeln kann, ohne weitere Probleme. Setzt Rüstungen aus Eisen und Stahl wirkungsvoller ein. Macht wirkungsvolleren Gebrauch von Rüstungen aus Fell, Leder, Ketten, Mithril und leichten Metallen und Stoff. Hier nur Eisen und Stahl. Fell, Leder, Ketten, Mithril, leichte Metalle und Stoff. Wow, was geht ab? Ich hatte gehofft, dass unter den Rüstungsskills dabei steht, dass irgendwie Zauberer irgendwie uneffektiver zaubern, sobald sie die Dinge ausrüsten, aber nichts da. Schleifstein. Waffenschleifen, oh. Selbstgeschmiedete? Nur selbstgeschmiedete? Nein. Ihr habt kein geeignetes Kurzschwert. Verdammt. Du musst zuerst das... Okay, versuchen wir mal was zu schmieden. Feuer anfachen. Ich dachte zuerst, wir müssen das Eisenerz erst noch zu Eisenbarren verarbeiten, dass wir was schmieden können. Aber das Eisenerz reicht allein auch schon. Oh, Eisenerz zu Eisenbarren schmieden. Okay, ich nehme es wieder zurück. Sorry. Moment. Wie viel haben wir denn? Wir haben 19 Eisenerz, aber nur 2 Kohle. Wir müssen unbedingt Kohle kaufen. Hallo. So. Oh, wenn ich da stand 30 Punkte muss ich da bezahlen, wenn ich Punkte reinsetzen will. Oh, das ist teuer. Wow, okay. 150 Münzen, aber wir haben jetzt erstmal genug Geld. Schwere Rüstung, ich würde sagen, das setzen wir auf jeden Fall hoch, dann wir nicht mehr so sehr derbe auf die Mütze bekommen. Gut, ich bringe es euch bei. 150 Gold. Au, das schmerzt. Und was ich noch sagen wollte, genau, ich habe das, glaube ich, mit Skyrim verwechselt, weil in Skyrim gab es, glaube ich, irgendwo so einen Skill, wo da stand, wenn man keine schwere oder leichte Rüstung trägt, sondern nur Roben, dann macht man mehr Schaden. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hoffe, ich versaue mir nichts, wenn ich hier so die Sachen so komisch skille. Runenverzierte Eisenbeinschienen, aha. Eisenparierschwert. Kohle. Ach, kostet nur 2 Münzen. Oh, das ist ja super. Super geil, um genau zu sein. Gib mir alles. Jawohl. Dann wollen wir mal... Moment, habe ich genug Gold? Moment. Habe ich noch Gold? Ah, ich habe nur ein Goldnugget. Das bringt mir ja gar nichts. Eisenbarren. Machen wir mal so viele Eisenbarren, wie nur gehen. Ging das gerade eben? Okay. Wir haben kein Eisenerz mehr und Kohle haben wir auch nur noch 2. Wir haben weder Eisenerz noch Kohle, aber wir haben 4 Eisenbarren. Yay, 4 Barren. Dann brauche ich jetzt den Amboss. Wir speichern mal besser. Nein, ihr habt zu wenig Handwerkserfahrung, um zu schmieden. Oh, verdammt. Benötigt 50. Wie viel haben wir denn? Handwerk. 25, nein. Oh, so viele Punkte.
Wartung von Waffen und Rüstung mit höchster Effizienz. Abgenutzte Waffen und Rüstung sind weniger effizient. Ja, das ist klar. Wie machen wir das? Aber ich habe schon mal mehr. Habe ich das durch das Schmelzen von dem Erz bekommen? Und wir können nicht mal irgendwas schleifen, weil man nur selbstgeschmiedete Sachen schleifen kann. Ah, oh, schade. Ich habe mich jetzt schon so gefreut, dass wir uns irgendwas Tolles schmieden können. 50 Handwerkserfahrung, wow. Wie kann ich Handwerkserfahrung skillen? Das ist hier die Frage. Falls sich das wieder irgendjemand durchlesen möchte, könnt ihr ruhig pausieren. Oh, und ich habe noch eine kleine andere Sache, die ich mit euch ansprechen wollte. Und zwar... Ich muss jetzt darauf achten, dass ich mich richtig ausdrücke, ohne irgendjemanden auf die Pelle rücken zu wollen. Ab und zu ist nur eine kleine unangenehme Sache. Ab und zu schreiben einige Leute Kommentare bei verschiedenen Videos, wo ich mitgewirkt habe, die Accountnamen haben, die so ähnlich wie Games 9 sind oder die an Stone angelehnt sind. Und ich möchte euch nochmal betonen, das bin nicht ich, weil es gab schon öfter Vermutungen, dass das meine Zweit-Accounts sind. Nein, das sind nicht meine Zweit-Accounts. Ich habe nur Games 9, den Account, mit dem ich die Videos hochlade, und auch nur den Account, wo ich die ganzen Abonnements habe. Das ist Maedron, hier nochmal eingeblendet. Nur diese beiden, und solange kein Kommentar von diesen beiden kommt, Games 9 logischerweise oder Maedron, dann ist in die Kommentare nicht von mir. Das will ich nochmal eindeutig hier klarstellen, weil einige von euch zu denken scheinen, dass ich mich mit irgendwelchen Zweit-Accounts einlogge und meine eigenen Videos kommentiere oder die von Blooddrunk. Nein, 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 so ist das nicht. Hallo, Bettler. Bitte tut mir nichts. Nein, ich weiß, ich bin Eterna, aber macht euch keine Sorgen, ich bin ein guter Mann. Golaks Haus, abgeschlossen. Gehen wir mal in die Wachstube. Irgendwie habe ich auch erhofft, dass Gilead ein bisschen größer wäre. Aber irgendwie ist das hier winzig. Gab es diese Ständer in Oblivion auch schon mit den Speeren? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon, aber das Bild gab es nicht, oder? Oder wahrscheinlich doch. Ich sehe sowieso hier ständig Sachen. Wow, das ist echt klein. Die Wachstube ist ein einziger Raum mit... Naja, mit einer einzigen Zelle. Oh. Ah, die Musik ist toll. Ah, nee, das Dorf erstreckt sich hier noch in die Richtung ein bisschen. Tensos Waren. Oh, ein Händler. Ich liebe Händler. Metallteller, kleiner Seelenstein. Moment, wir wollen das rollenspielmäßig machen. Ich stelle mich hier hinter die Theke. Ja, bitte. Was kann ich für euch tun? Übrigens, dein Geschmack für Klamotten ist unter aller Sau. So, dann wollen wir mal. Eiserner Streithammer. Oh. Das hört sich doch schon mehr nach einer Waffe an, die auch für uns gemacht ist. Immer schön mit dem Hammer auf die Mütze. Ansonsten hat er einen Haufen Tränke, Bücher. Oh, Runen. Oh, was ist das denn? Was kann ich damit machen? Wenn ich so eine Rune kaufe, lerne ich dann den Zauberspruch oder Mittagsschlaf? Segen der Vitalität. Gar nicht mal so teuer auch. Oh, aber die Teleportrunen, ich habe gedacht, die kosten 75. Oi, oi, oi. Teuer. Wollen wir mal hier auf unsere gewohnten 72% gehen? Schauen wir erstmal noch, was wir hier noch so... Also ich kaufe schon mal eine Teleportrune. Ja. Das wird nämlich, wenn wir zur Abtei Tirin reisen, unsere Rückreiseversicherung sein. Dann... Was brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr? Jetzt habe ich schon Punkte in schwere Rüstung gesetzt beim Trainer. Also, jetzt gibt's kein Zurück mehr, würde ich mal sagen. Oder nur noch schwerlich. Frostschild 5% braucht niemand. 5% Schadensreduktion. Wenn mir irgendein Monster 100 Schaden machen würde, mein ganzes Leben also quasi abziehen würde, dann würde es statt 100 Schaden 95 machen.
Man muss das immer sich so, finde ich, mit ein bisschen mit Zahlenbeispielen verdeutlichen, weil irgendwie, wenn man sich das so verdeutlicht, stellt man fest, irgendwie bringt das gar nichts. Die 5%. Das ist lachhaft. Falscher Genesungstrank, Lehm an sich selbst. Ich glaube, die haben wir in der einen Festung gefunden. Die können wir verhökern, guten Gewissens. Verdammt, ich hätte die einzeln verkaufen sollen. Egal. So, was haben wir da noch so? Geschicklichkeitstränke brauchen wir nicht. Stille, ja, Schaden reflektieren, ja. 5% Schaden reflektieren. Auf meinem Level machen die Monster mir höchstens 10 Schaden. Allerhöchstens 10 Schaden. 5% reflektieren, 0,5 Schaden reflektiere ich dann. Also das ist auch lachhaft. Das bringt mir nichts. Und den ganzen Kram hier, die ganzen Sachen, Moment, die Melone verkaufe ich mal, weil die wiegt 5 Kilo. Die Sachen kann ich erst machen, wenn ich irgendwas zum Tränkebrauen habe. Und Moment. Ich habe gerade eben dem Typ gesagt, dass er keinen Geschmack hat mit seiner Kleidung und seht euch an, was ich trage. Ich glaube, ich bin nicht die Person, die darüber meckern kann. So, ich denke, wir haben auch schon die ganzen Bücher hier gelesen, aber ich mache es trotzdem nochmal. Nur für den Fall, dass irgendeins der Bücher mir noch Skillpunkte bringen sollte. Dankeschön. Ja, bitte. Ich möchte nämlich die Bücher verkaufen. Denn die Bücher bringen viel Asche. 19 Gold, 26 Gold, 22 Gold. Wundervoll. Erzürnung bis zu Stufe 4, ja. Können wir auch wegmachen. Seelenfalle brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben jetzt eigentlich ein Schwert, was Seelenfalle kann. Moment. Für wie viele Sekunden? 3 Sekunden Anschlag. Ja, da muss man die Viecher töten. Damit, aber momentan ist mir Gold ein bisschen wichtiger. Oh, Schattengeborene. 100 Goldmünzen. Sauber, weg damit. Oh, der Händler hat nur 100 Gold. Nein! Hoffentlich habe ich jetzt nicht irgendwas Komisches verkauft. Nicht für einen minderen Preis verkauft, meine ich natürlich. So, hast du... Nein, okay, du hast keine Trankbrau-Ausrüstung. Aber ich hätte gerne deinen eisernen Streithammer, der ist nämlich einhändig. Der wiegt 15 Kilo. Oh. Ach so, mein Schwert wiegt 11. Okay. Dann kann man das verkraften. Aber mein Kolben wiegt... macht auch 4 Angriff. Und der hier auch. Aber ich nehme das trotzdem mal, weil irgendwie fühle ich mich damit männlicher. Ah, keine Ahnung warum, aber... Ne? So ein Streithammer? Kein Halmer, hier, es geht hier nicht um Halme, es ist hier ein Hammer, du. Aber irgendwie sehe ich nur noch einen Stiel. Na gut, irgendwie war das jetzt nicht der Hammer, aber... Egal. Wir waren in seinem Häuschen. Übrigens... Falls es für einige von euch hier ein bisschen langsamer geht, weil ich zocke das hier natürlich offensichtlich langsamer als so Sachen wie Singularity. Das mache ich jetzt auch, weil ihr mir in Singularity gesagt habt, dass ihr gerne habt, wenn man sich Zeit lässt. Dass man sich Zeit lässt, alles zu erkunden, sich umzuschauen und sich schön gemütlich an die Sache rangeht. Und das nehme ich mir sehr zu Herzen, denn ich spiele natürlich auch sehr gerne so, indem ich mir alles angucke und was für Sachen hier so... die Umgebung zu bieten hat. Und von daher befolge ich euren Ratschlag nur allzu gerne und lasse mir sehr schön viel Zeit. Beim Durchschauen der Häuser,
auch wenn beispielsweise hier schon mein Gewissen sehr schlecht ist, dass ich irgendwelche fremden Häuser ausräume. Leerstehendes Haus. Das hört sich doch interessant an. Jo! Nein. Nein. Yes! Nein. 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 Nein, nein, nein. Ich bin so aufgeregt. Komm schon. Komm schnell runter. Komm schnell runter. Ja. Yes! Ah! Meine Adrenalin! Keller. Kupfer-Rubin-Ring, 60 Münzen wert. Dieser wunderschöne Ring. Und es ist kein Diebstahl. Okay. Oder? Moment, ich muss mich gleich noch überzeugen gehen. Ja, ist keine Hand eingeblendet. Bei den Truhen ist nämlich auch kein Diebstahl angezeigt. Also nett, nett. Aber warum zur Hölle ist das hier ein verlassenes Haus? Oder warum hieß das so? Die Kerzen brennen noch? Der Tisch ist noch gedeckt mit Besteck? Irgendwas ist hier faul. Sehr, sehr faul. Oh, Genesungstrank. Hier sind auch die Reagenzien und die ganzen Sachen so extrem selten, dass es sich auf jeden Fall lohnt, immer in die ganzen Truhen reinzuschauen. So, dann wollen wir mal das hier auch noch öffnen. Yes! Wuhu! Die kleinen Erfolgserlebnisse für zwischendurch. Okay, aber jetzt habe ich Angst. Ratten! Ausgewachsene Grubenratte, warum hat sie so viel Leben? Um Himmels Willen! Ja! Wo ist... Da bist du. Die Musik macht mir ein bisschen Sorgen. Ganz ehrlich. Das klingt so, als ob ich gegen Untote in irgendeiner verlassenen Ruine kämpfen würde. Moment, das sieht doch... Oh, was zur Hölle? Kleiner Anzeigebug. Aber das sieht hier doch verdammt scharf nach einem Geheimgang aus, oder was meint ihr? Kann ich hier irgendein Buch rausziehen?